So, herzlich willkommen zum Stream heute Abend und wir fliegen heute von Bilbao nach Jerez de la Frontera in Südspanien, Andalusien. Im Moment sind wir in Bilbao am Gate, Gate Number 3. Und werden jetzt dann unsere Startvorbereitungen machen. Wir fliegen mit dem Airbus A320, mit dem FS Labs. Ja, gehen wir mal ins Cockpit. Alright.
Also. So, jetzt sollte man mich hören. Gut, wir sind in Bilbao am Gate Number 3 und wir machen schnell die Startvorbereitungen für den Abflug nach Jerez de la Frontera. Ah, hallo, Slowfinger. Gut. Are you Spanish, Slowfinger? Yeah, we'll start as soon as I've finished all the preparations. No worries. Okay, we are Vueling. We had the flight Vueling G26ZJ. Let's request the flight plan. Where from Spain are you? So be flying 3:30. Ah, the Bilbao circuit. Then we will have a zero fuel weight of 62.5. Block fuel we will be using 6.8. Good. Then, I'm sorry, Mr. Slowfinger, but I have to make the preparations first. All right, we'll be taking off from runway. Let me check the wind in Bilbao at the moment. Yeah, we'll be taking off from runway 12. And our seat will be AMDOS 4 Delta. That's it. In Jerez, we are expecting. Let me check the wind. The wind is coming from the south, so we will be landing probably from runway 20. Arrival is runway 20, and our start to Jerez will be Sierra Victor. Let me check. We have Sierra Victor to uniform check. That's fine. It's in the box. Okay. No soy español.
Mr. Slowfinger. So, we will start the Azio. Let me put everything in. Okay, initial crew details. I don't do that. I will do the initial data request. It should go automatically. That's it. Here we have everything. Fuel on board 29. Then. Boarding. We need 100% of water and 100% of catering. Alright, let's request the catering. Done. Alright. Then fuel. Scheduled departure is at 17:45. All right, and so the fueling is also requested, and now we need to set the boarding time. We will be starting boarding half an hour before Sally is equal. So that means we will be boarding at 17:15. We're starting boarding in around 10 minutes. So let's request that. Voila, catering is already here. Thanks for the follow, Mr. Slowfinger. Gracias. Alright, so let's see the... we have already a message. Let me see, that should be the preliminary slot, okay. Estimated off-clock time 17:45, calculated takeoff time 17:55. Alright. Mr. Slowfing, what's your problem, man? ¿Se puede saber qué te pasa? Okay. Ja, is dat was in ieder geval idiot, ja. Right.
Gut. So, let me check our departure. Okay, we will be departing from runway 12. And we will be flying Amtos. Amtos for Bravo. Alright, to Amtos. Taxi. We are here at the gate number 3 and we will be taxiing via Bravo Tango to the holding point runway 12. Checked, that's also fine. So, and refueling should have started by now. There we are, well, that's it. So we are refueling 6.8 tons of fuel. Was ich für eine Karte habe? Specs? Gut, hier. Voilà. Genau, ja. Haben wir jetzt ein neues Mikrofon zu suchen da und ja. Jetzt versuchen wir mal das, ob man mithört. Deine Charts. Meine Charts. Was ich für Karten habe. Das sind Lido. Von Aerosoft. NDB Charts. Ich hab lieber die Lido Charts als die Epson Karten, deshalb. Und habe jetzt hier meine Route erstellt, oder Bilbao to Keretz, und da habe ich alle meine Angaben, die ich brauche. Genau, das ist Aerosoft. Es gibt dann noch die andere Variante. Also entweder die von Aerosoft oder die kennst du sehr wahrscheinlich von Navigraph. Aber die habe ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Die Darstellung ist total anders und zum Teil. Ja, genau. Also ich habe die Lido Charts lieber. Genau. Ich dachte, du bist ja schon ein Follower. Lexenrock. Danke. Schauen wir uns mal die Gegend ein bisschen an hier. Hat mir heute das Update runtergeladen für Bilbao. Mal schauen, was Orbix sich geändert hat.
Also. Irgendwie sollte sich doch die Geldbrücke bewegen. So, jetzt. Schauen wir mal. Explain, aber das meiste habe ich auf P3D. Let me check if we have the charts. Ah, oh, sehr gut, ich habe einen Chart für den Bildbau. Gut, dann können wir dann da auch mehr brauchen. Hast du, Siguru, hast du nur X-Plane oder hast du beide Plattformen? Sowohl Prepared und XP. Oh, FSX, okay. Ganz, ganz alte Schule. Das habe ich vor 10 Jahren gehabt. Ah, sehr cool. 95 war mein erster Simulator. Sehr cool. Das heißt, dann sind wir etwa gleich alt. Wie viel Fuel haben wir bestellt? Block Fuel 6,8, okay. Das heißt, er ist nächstens fertig. Sehr gut. Ja, schauen wir noch ein bisschen die Gegend an. Okay, da habe ich 8 Jahre mehr. Ja, wir werden alle älter. Genau. Geht weniger lang bis zur Pension. Das ist auch schön. So, und Boarding is starting. Gut, die Betankung ist auch fertig. Schnell
kontrollieren, ob alles stimmt. Also beim FS Lab, der FS Lab, der hatte immer Wetterradar drin. Oder welches ist das, der FFA320? Fuel 3216 ist checked, it's fine, sending. Ah, für X-Plane, ja, da kenne ich mich zu wenig aus. Da habe ich fast gar keine Flugzeuge. Das ist mir zu aufwendig, zwei Plattformen zu betreiben. Das meiste habe ich auf Prepar. Okay, Loadsheet. Preliminary Loadsheet. Sehen wir mal. Wir haben einen Zero Fuel Weight von 62,5 und einen Zero Fuel Weight Center of Gravity von 29,4. Gut, Block Fuel 6,8, akzeptieren wir das. Dann den Daten können wir eigentlich schon die Performance anfragen. Per Request. Okay, wir sind im LEBB. Wet 9, der Wind ist 160/11. 60/11, Temperature 2/3, QNH 1007 and runway 12. Hallo, MBBR 4/23. Dann unser Takeoff Weight ist 69,3 Tonnen und CG 28,3. Ja, die habe ich, die BMDG 777. 28,3, gut, dann können wir das senden und bekommen dann zurück unsere Daten. Gut. Soweit wird das Flugzeug beladen und die Gäste steigen nächstens auch ein. Die BMDG, weniger als der FS Labs, würde ich mal behaupten. Wenn du den FS Labs hast, dann wird die BMDG kein Problem sein. Okay. Once you have safely stowed your cabin bag, please take your seat. To help us ensure a prompt departure, we would kindly ask that you keep the aisle clear, enabling all remaining customers to board. Geben wir noch den secondary flight plan ein. Ups. This is a no smoking service. Kopieren wir das Ganze dann aktiv und dann machen wir einen Return nach Bilbao, falls es nötig sein müsste. New destination of the runway 12. ILS 12, no star and no via. Gut, ist das auch eingegeben. Dann können wir die Winddaten runterladen. Und Request, gut. Möchte mir P3D kaufen, habe aber nur einen Kitex, der Intel 2 GHz und 16 GB RAM. Ja, das Wichtigste ist einfach die CPU. Also da würde ich, ja, entweder machst du Kompromisse in der Grafik oder du kaufst eine sehr starke CPU, was auch wieder eine Preisfrage ist. Aber das Wichtigste ist die CPU, ja, bloß die Grafikkarte, würde ich mal behaupten.
Gut, Boarding hat gestartet. Performance-Daten haben wir auch schon bekommen, die können wir eingeben bereits. Wir haben einen V1 von 145. V-Rotate ist 145. V2 146. We'll be doing config 1 und flex find 1. Gut. Ist das auch in der Box? Oh. Gut, Gepäck ist schon verladen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir early starten. Funktioniert. Jawohl, Company Message. Weather. Jawohl. 110, Cloud Visibility, okay. 23 Grad. No significant change. Sehr gut. 10.07, 10.07 checked. So, die Winddaten sind auch da. Sehr gut. Gut, soweit sind wir ready. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please place your large bags into the overhead locker, wheels first, and keep your small items under the seat in front of you. These include laptops, handbags, duty-free, and loose items of clothing. To help us ensure a prompt departure, we would kindly ask that you keep the aisle clear, enabling all remaining customers to board. Your seatbelt can now be fastened ready for departure. This is a no-smoking service. Thank you for observing this policy. Pues habla en español.
So let's start the APU. Boarding is completed. Okay. So we're waiting for the final load sheet. Let's start the APU bleed. The load sheet should arrive at any moment and the doors should be closed at any moment. Hello, Bina Chomao Yoral. Thanks for the follow. So, our final load sheet is here. Alright, so let's check. Takeoff weight 69.4. Good. Zero fuel weight 62.6. A bisschen mehr. 62.6. Then zero fuel weight 29.8. Thanks for the follow, man. I'm from Switzerland, but actually I'm Spanish. Alright. It's fine. Sí, hablo español. Good runway 12, not Barcelona, Bilbao. ¿De dónde eres? Bina Mocho Yaral. Also die A320 von FS Labs ist sehr FPS-intensiv. Ich habe im Moment rund 19-20 FPS. Mit der BMDG komme ich auf 40-50. Also ist um einiges besser. Oh, muy bien de Sevilla. Me encanta Sevilla. Sevilla Capital. NAPD2, das one, so it's 1140 and 1140. Engine out, altitude acceleration is
2-1-0-0. Ich will nur OBEX, Global and Active Sky und Rex draufklatschen. Mehr eigentlich nicht, würde das gehen. Ich sehe da nicht das Problem, es sollte schon gehen, ja. Aber eben, wie gesagt, du musst dann je nachdem vielleicht Kompromisse finden mit den Einstellungen, also kannst nicht alles auf Full Einstellung, musst du auch nicht, von dem her. Binacho Mayoral, ¿qué haces en Noruega? Alright. Before start checklist, cockpit preparation is completed. Gib uns ein covers. ¿Y de qué trabajas? Let's disconnect everything. Disconnected. Signs are on auto. IDRS is nav, nav, nav. Fuel quantity. We have 6880. 6880 checked. Takeoff data. V1 is 145. V8 is 145. V2 is 146. Transition altitude is 6000. NAPD 1. Runway 12. Flaps 1. Flex 51. Set. Prior reference 1007 is checked. Altitude 160 checked. It's fine. Good. Windows and doors are closed. Beacon is on. Now thrust levels are idle. And parking brake is set. We are ready for pushback. Let's request the pushback. Nose to the left. That should be. Alright. Digamos que ayuda a niños discapacitados con sus problemas y también trabajo en el aeropuerto. Oh, cool. Parking brake is set. Parking brakes released. Okay, so let's start the chrono. Let's turn on the radar deck and let's start engine number 2. Captain Cruz, please arm your doors for departure. Thank you. Con los protocolos de seguridad, les informamos acerca de las normas a seguir durante este vuelo. Es importante que presten atención. En caso de duda, consulten las instrucciones de emergencia situadas en el bolsillo delante de su asiento. We are now going to show you the specifics of this aircraft. We are kindly requesting you to stay careful. Starting number 1. Please check the safety card in the seat pocket in front of you. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention while we take you through the safety procedures on this aircraft. A safety card is in your seat pocket, showing the exit routes, oxygen masks, life jackets, and brace position that you must adopt if you hear brace, brace. There are 2 emergency exits at the rear, 4 in the middle,
and two at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Good starts. Put the mask over your nose and hold in place the strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take the life jacket from under your seat. Put it over your head. Pass the tapes around your waist. Click together and pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. Thank you, bye bye. There's a light and all right. For attracting attention. We also after star checklist, anti-ice is off, ECAM status, window blinds open, is checked, pitch trim. We wish you a pleasant flight. 28.6 set, rudder trim, zero, after start checklist completed. Okay, we are ready to taxi. Let's go. Taxiing to runway 12. Flight controls check. Full left. Oops. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder for left, for right, checked. So let's check the config. It's fine.
It's approaching hauling point. Cabin is not ready yet. Cabin is not ready, let's wait here. Thank you, bye bye. Good. Before takeoff checklist. Flight controls are checked. Flight instruments are checked. Briefing is confirmed. Flap setting config 1. V speeds 145, 145, 146 checked. ETC is notified. ECAM takeoff now blue. Cabin crew is advised. TCAS. TCAS TRI, engine mode selector is normal, packs are off, strobes and lights are on. Before takeoff checklist completed, let's go. Lining up runway 1-2. Runway 1-2 checked. Right, take off. Thrust set. Man flex SRS on the runway. Positive climb, gear up, nav 400 feet, autopilot 1 on.
pipe. A little bit pumpy here. Packs on. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you flaps are up. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. After takeoff checklist, landing gear is up. Flaps. Retracted. Packs. Packs are on. Standard set. After takeoff checklist completed. Most major currencies and debit or credit cards. The correct change would be greatly appreciated. And if we could be of any further assistance, then just ask us as we join you. Beautiful view from the north of Spain. -23 degrees, not bad. Alright, lights can go off. And the seatbelt signs can go off. Cabin crew released.
thank you very much for the follow. Sim live stream.
advantage of your tax-free allowances today and make some amazing savings without being too great. In your inside brochure, you'll find details of our award-winning selection of gifts, most with massive discounts. Make the most of your opportunity to shop and save from the comfort of your seat. If you'd like to see any products, any questions, or would like to make great savings, then just ask us. We join you in the cabin shop.
So, und es geht wieder runter. Good, initial approach altitude is 3000. Ja, das Fliegen ist etwas ganz anderes. Von dem her. Aber eben wie gesagt, also mache so schon seit 20 Jahren. Ich habe auch noch ziemlich lange Pause gemacht, weil also vom FSX die Schnauze voll hatte. Von den Abstürzen immer. Und dann vor 3 Jahren habe ich wieder angefangen. Und hat es mich wieder gepackt und dann ist Prepart 3D rausgekommen. Mit dem 64-Bit und der hat es mich erst recht gepackt vor 1,5 Jahren. Ja, also ich habe den Airbus habe ich viel lieber als Boeing. Das ist für mich der viel moderner Flüger und ist der viel einfacher Flüger zum Fliegen und ist viel praktischer sozusagen. Aber das ist Geschmackssache. Und ehrlich gesagt, kackt es mich auch ein bisschen an bei Boeing, alle Frequenzen und alles immer selber von Hand müssen eingeben. Da ist Airbus schon natürlich super, durch alles den Computer selber eingeben, alle Flunkfrequenzen und alles. Gucken kann es auch die VR-Frequenzen und alles gibt es selber eingeben. Hat ihr noch nie gesehen streamen? Sicuro. Und du hast ja alles streamen. Okay, aber du bist nicht bei Swiss Virtual. Bei Swiss musst du alle 3 Monate einen Flug machen. Ich denke, das geht noch.
ETS-2 kenne ich gar nicht. TS-19. Das hat mir auch nichts. Ist das ein Flugsimulator, ETS-2? Kenne ich nicht, das TS-19 oder ETS-2. Ist das ein Flugsimulator oder was ist das? Ah, okay. Lastwagen sind. Ah, Eurotruck. Train Simulator, okay. Also der Game ist vor allem Simulationen in dem Fall. Ja, FIFA ist cool, ja. Der 5. Gut, das nehme ich an. Ich habe früher auch viel mehr gegamet. Aber die Zeit fällt ein bisschen für alles. Aber ja, genau. So, Seatbelt sein Sohn. Wie hoch das ich bin?
Ist 78. Es importante repasar las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento y dejar todo a bordo en caso de evacuación. Gracias por volar con nosotros. Ladies and gentlemen, we will be landing at the Dover Suarez Madrid Barajas Airport in a few minutes. Please do ensure that your carry-on luggage is safely stowed away. Your seat back is in the fully upright position. Your window blinds are open and the tray table is folded away, and that your seatbelt is fastened. From now on, all portable electrical devices must be either in flight safe mode or switched off. Large devices, including laptop computers, must be switched off or stowed away. Please do review the safety card located in the pocket of revenue. Remember to leave all your hands. Ach Gott. 18.000. Du arbeitest bei 18.000 Fuß, tue ich zuerst noch das Zeichen rein. Also im Moment bin ich bei 16.2. Das sind etwa 10 Minuten vor der Landung. Hey, Antoner, ich wollte sagen, wieso musst du wissen, wie hoch das ich bin? Nein, die Landung ist in 10 Minuten ungefähr und ja, darum tue ich alles rund bei 18.000 Fuß. Da schnell Zeichen rein, dass der Janium mehr noch auf das WC rennt. Du machst bei 8.000. Ja gut, 8.000 ist das schon, denke ich mir jetzt schon ein bisschen spät, aber ja. Das ist ja meistens 2-3 Minuten vor der Landung. Das ist doch ziemlich spitz, ziemlich knapp. Ich muss ganz ehrlich sagen, muss ich mir mal achten in einem Flug, wenn das die rein da werden. Habe ich noch nie geachtet. Hier ist jetzt gerade gut, weil es schüttelt gerade recht, sehe ich. Ich würde sagen, glaube ich, im realen Flug ist es so 10 Minuten vor der Landung oder so. Ja, sind die Seatbelts sein sollen. Oh, das wird ja wieder eine interessante Landung.
Vậy họ này này. Nee, ich game vor allem der Flugsimulator. Das ist einfach so, das, was ich am meisten game. Ten feet, lights on. Ah, du meinst den? Den da? Jep, den habe ich. Zusammen mit dem A... genau. Nein, am Anfang habe ich mit der Rex gehabt, jetzt habe ich nicht mit der Rex zusammen. Ich habe den jetzt zusammen, also der Hammer ist mit dem Active Sky Cloud Art. Ich denke mir viel, viel besser als mit dem Rex zusammen. Okay. Approach Checklist. Briefing is confirmed, ECAM status is checked, seatbelts are on, bioreference is set, 1013, decision altitude is set, 350, engine mode selector is normal, approach checklist completed. Der ist viel, viel besser mit dem Actisgate zusammen, kann ich nur empfehlen. Das Wetter. Was ist das für eine Suppe? Ah, voilà, jetzt sieht man etwas. Schade. Voilà, jetzt. Runway in sight. Cabin crew prepare for landing. Yep, ELS. Runway 20.
flaps 1, speed check, flaps 1. Localizer alive. Quite slow by life. Flaps 2, speed check, flaps 2, gear down. Flaps 3, hello Norman. Hi, it's Norman. Yep, that's the cabin secure for landing. See you in the ground, bye. Thank you, bye. Merci. Flaps full. Speed check, flaps full. Landing checklists. Cabin crew is advised. Speed, auto throttle speed, ECAM memo, landing no blue, auto brake medium, landing checklist completed. Approach stable. Runway 20 checked. Continue. 200. Retard. Spoilers. Reverse. Cell.
60 knots, manual braking, and let's get out here. Flaps up, spoilers up. Ich glaube, es war gut, die Märsche sind nicht schlecht. Die habe ich runtergeladen bei FS Labs. Das sind so Päckchen, die zu jeder Airline dazukommen. Das ist jetzt das Päckchen für Iberia und Vueling. Ladies and gentlemen, welcome. It is our pleasure to inform you that we have landed ahead of schedule. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please do take care when opening the overhead compartment. Darum finde ich es auch so cool, nach so langer Zeit in meinem Alter wieder Flugsimulator zu spielen. Heute habe ich das Geld und die Technik ist so weit und das Fakt mittlerweile ist sehr realistisch, das Ganze. If you have a connecting Iberia Group flight on arrival, please consult your new boarding gate on the information screens in the terminal. We will disembark at gate J56. And for those passengers who have secured as their final destination, all checked-in luggage will be available for collection from baggage reclaim belt 16. We are very pleased you have joined us on this flight. Thank you for choosing Iberia. Lima, taxiing to Lima, to the left. Going to stand parking number 5.
Okay. Marschaller wurde gerade überfahren. Alright, parking brake is set. Parking checklist. Happy plead is on. Engines are off. Seatbelts off. Exterior lights off. Fuel pumps off. Parking brake is set. Parking checklist completed. Welcome to Jerez. Ja, Orbix installiert. Bloß Black Marble. Für die Nachttexturen. Gut, danke allen fürs Zuschauen. Thanks for watching. I'm gonna leave it with some sound from the movie Gladiators. Have a good evening. Merci, Siculu, fürs Zuschauen und noch schönen Abend hier. Und ein schönes Osterwochenende, ja. Merci.